Shortsave, mit diesem Tool können Sie Ihre Programme komprimieren und kostbaren Speicherplatz sparen. Ja, dann erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr davon. Ich bin ja gespannt, ob jetzt wirklich hier alle Programme durchlaufen. Das wäre ja toll. Dann wird diese Ausgabe der Input 64 zumindest auch noch komplett funktionieren. Es schabt schon so ein bisschen, dieses Laufwerk. Mmh. Shortsave von Holger Germann, Deutschland 1985. Bitte wählen Sie. Was ist Shortface? Kurzerklärung. 2. Wie arbeitet short 3. Wie kann ich short -Safe für eigene Programme anwenden? Wenn Sie Ctrl-S drücken, wird nur das eigentliche short -Safe tool abgesaved, nicht dieses Demo-Programm. Holger Germann und so weiter. Aus Hannover kam der gute Mann. Okay. Wir sagen mal, was ist short 1. short -Safe verkürzt Programme. Bevor man ein Programm abspeichert, ruft man die short, -Safe Ver short -Safe verkürzungsroutine auf die das Programm mit einem speziellen Code verändert. Nicht List- oder runfähig, nur zum Abspeichern geeignet. Dieses nun mal verkürzte Programm safet man normal ab. Wenn man nun dieses verkürzte Programm wieder lädt, muss man nach beendetem Ladevorgang die Short-Save-Normalisierungsroutine aufrufen, die das Programm wieder in die Originallänge verändert. Das Programm ist dann wie vorher lauffähig. Also praktisch... Komprimieren. Ja, sagt es ja auch irgendwie, ne? Also ZIP für den C64 sozusagen. <laughs> wie arbeitet ShortSafe? Jetzt bin ich gespannt. Man überlegt sich natürlich, wie ShortSafe beliebige Programme einfach kürzer machen kann. Das funktioniert so. In allen Programmen kommt es automatisch vor, dass mehrere gleiche Bytes hintereinander im Speicher abgelegt sind. Beispiel irgendwo im Speicher stehen hintereinander 20 Nullen. Normalerweise safe man nun alle 20 Nullen ab. Das nimmt 20 Byte ein. Short Save zählt die Nullen und legt lediglich im Speicher ab, welches Byte wie oft im Speicher steht. In diesem Falle 0 und 20, Byte 0, Anzahl 20. Das nimmt nur ganze 2 Byte ein. Alle anderen Zeichen werden normal im Speicher abgelegt. Die Short Save Normalisierungsroutine wandelt den Programmcode in den Byte die in größerer Anzahl hintereinander auftreten, wie schon erklärt, als nur zwei Bytes abgespeichert sind, wieder in die herkömmliche Abspeicherungsart um. Vor jedem Byte plus Anzahl steht dann noch ein Spezialcode, ein H und ein G, damit die Rückwandlungsroutine weiß, wann das normal abgespeicherte Byte kommt und wann eins mit Anzahl. Mhm. Ja, klingt schon nach einem guten Plan eigentlich also sind es dann drei Byte in denen die Sachen abgespeichert sind nicht zwei Beispiel Speicherinhalt vor der Umwandlung Nubi Oi Speicherinhalt nach Umwandlung durch Shortsave Nubi Oi 21 Ax anstelle der 21 U steht im Speicher nur noch HGU 21. Stehen die Zeichen H und G jedoch schon irgendwo im umgewandelten Programm, so ist dies nicht wandlungsfähig. Die Rückwandlungsroutine käme sonst durcheinander. Sie sieht H und G als Spezialcode für Byte plus Anzahl an. In solchen Fällen gibt die Short Sale Verkürzungsroutine die Meldung cannot do that aus. Ja, warum hast du denn dann nicht irgendein Steuerzeichen genommen, das du nicht eingeben kannst? Das wäre doch viel sinnvoller gewesen. Oder nicht? Oder meine ich das nur? Wenn die, also, ich weiß jetzt nicht, wie oft H und G hintereinander vorkommt, aber man hätte doch auch irgendwie so ein, so ein Drucker Steuerzeichen oder so nehmen können. Es gibt doch in der SG-Tabelle genug Bytes, die da passen könnten. Naja, gut. Okay, hätten wir das auch. Und dann wie kann ich Shortsave für eigene Programme anwenden? 3. Um eigene Programme in verkürzter Form auf Diskette oder Kassette zu safen, gehen Sie folgendermaßen vor. Erstens save Tool laden, zweitens Shortsave Tool starten in man Run, drittens eigenes Programm laden, viertens Shortcode Sys eingeben, Sys 40497, warten bis das Programm verkürzt ist. CLR eingeben, eigenes Programm safen, auf Diskette mit 0,81, auf Kassette mit 0,11. Um verkürzte Programme von Kassette bzw. Diskette zu laden, müssen Sie das Short Safe Tool laden, Short Safe Tool starten, eigenes Programm laden von Diskette mit 0,81, von Kassette mit 0,11, Normalcode sys eingeben, sys 39936, warten, bis das Programm wieder die ursprüngliche Länge hat, CLR eingeben, eigenes Programm starten. Okay. Klingt einfach. Jetzt wissen wir, wie es geht. Gucken wir uns das nächste an.